Warum ich die Bundeswehr nach 13 Jahren Dienstzeit verlasse, erfährst du in diesem Video. Ich grüße dich und willkommen zum dritten Teil meiner Reise durch meine Erinnerungskiste vom Dachboden. In den zurückliegenden ersten und zweiten Teil habe ich bereits etliche Dinge, Erinnerungsstücke aus meiner Erinnerungskiste vom Dachboden gezeigt. Und diese Erinnerungsstücke habe ich während meiner 13 Jahre Bundeswehrzeit sammeln dürfen, sammeln können. Und diese 13 Jahre sind jetzt vorbei. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass diese 13 Jahre vorbei sind. Habe mich bewusst dazu entschieden, die Bundeswehr nach 13 Jahren zu verlassen. Hat zwei besondere Gründe. Der erste Grund ist, dass man als Offizier so circa alle 2 bis 3 Jahre versetzt wird. Und ja, das habe ich für mich halt für die nächsten Jahrzehnte, für den Rest meines Arbeitslebens halt abgewählt. Und das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, warum für mich die Bundeswehr halt als zukünftigen Arbeitgeber ja nicht mehr in Frage kam. Ein weiterer wichtiger Punkt ist halt, dass man als Soldat immer dem sogenannten Primat der Politik unterliegt. Ja, und dieser Politik in Deutschland kann ich nicht mehr folgen, beziehungsweise halt auch in der letzten Konsequenz mein Leben zu riskieren. Und von daher ist halt die logische Konsequenz, dass ich halt nach 13 Jahren die Bundeswehr verlasse. Nichtsdestotrotz war es eine sehr, sehr schöne Zeit. Und es wird auch, glaube ich, klar, wenn ich über die ein oder andere Erinnerung beziehungsweise über den ein oder anderen Gegenstand spreche. Und da mache ich jetzt weiter im dritten Teil und zeige dir nochmal, was aus meiner Erinnerungskiste vom Dachboden noch alles so zutage gefördert wird. Ja, so ein Dolch, die werden in Djibouti, ich war 2015 im Einsatz in Djibouti, dort irgendwie in Handarbeit gefertigt, ist jetzt nichts Hochwertiges. Das ist irgendwie mit so Ziegenleder bespannt. Das ist jetzt auch vom Metall her, das ist jetzt irgendwie wahrscheinlich vom Schrott, was irgendwie geschliffen wurde. Kann auch gar nicht mehr sagen, wie teuer das war. Aber letzten Endes sind das alles mehr oder weniger Artikel, die einen gewissen Erinnerungswert haben und man die Einheimischen dort zumindest ein Stück weit unterstützen kann, wenn man den ab und zu mal dann hier, auch wenn es TÜNEF ist, würde man sagen, bei uns halt abkauft. Ja. In dieser kleinen Dose ist Sand aus Djibouti, habe ich mir mal mitgenommen. Wenn man das jetzt aufmacht, ich weiß nicht, ob man es sieht, das ist ganz, ganz fein, feiner Sand. Auch durch den Wind wird das alles so geschliffen, das ist faktisch wie Staub. Und dieser Sand, der ist so fein, wenn man da so einen Tag unterwegs war. Diesen Sand kriegt man aus den letzten Ritzen im Körper niemals raus und man hat auch laufend so beim Sprechen immer das Gefühl, ihr habt, dass immer so Sand zwischen den Zähnen war, weil dieser Sand halt so fein ist, dass er praktisch so ja, wie Staub ist. Das sind Salzkügelchen. Ja, Djibouti ist halt mehr oder weniger ja, im Endeffekt wirklich eine Lava-Gesteinwüste. Da gibt es halt nicht viel außer Salz und Stein. Und eine wirkliche Sehenswürdigkeit in Djibouti ist der sogenannte Lakassal. Das ist ein Salzsee. Und dieser Salzsee ist wirklich noch salziger als das Tote Meer. Ja, und die Einheimischen stehen da und verkaufen halt so halbe Liter Flaschen mit diesem Salz. Und denke mal, das Salz kommt jetzt nicht in die Erinnerungskiste. Dann werde ich mal für das nächste Vollbad mitnehmen und so ein bisschen Lakassal-Feeling bei mir im Badezimmer nachahmen. Ja, nochmal eine Erinnerungsplakette vom Feldjägerbataillon 151. Das wurde damals aufgelöst und umbenannt ins Feldjäger Regiment 1. So. So, dann habe ich hier 4 Namensbänder in der Hand von Soldaten, die mir sehr, sehr wichtig waren und ja, und zum Teil halt auch immer noch sind, zu denen ich zum Teil halt immer noch Kontakt habe. Ja, und die Namen kann ich jetzt natürlich nicht nennen, die klaren Namen, aber wenn ihr es seht, ich nenne mal nur 2 Namen, ja, Schramme und Klette, ich denke an euch, ne? Ja, hier nochmal ein Patch von den Feldjägern und hier irgendwann mal getauscht, wahrscheinlich auf irgendeinem Lehrgang, Patch
von der österreichischen Militärpolizei, die heißen dort Militärstreife. 27. Juni 2013, dort wurde ich zum Offizier befördert, zum Leutnant befördert, im ersten Dienstgrad. 2013 zeige ich euch mal, wie ich da ausgesehen habe. Erkennt man es, spiegelt ein bisschen, ne? Ja, spiegelt ein bisschen. Ja, die Kiste ist jetzt wirklich geprägt aus Erinnerungsstücken aus China. Ich durfte 2011 als Austauschkadett nach China. Und aus dieser Zeit stammen jetzt ganz viele dieser Erinnerungsstücke. Hier mal ein Gruppenbild, wie man es kennt aus China. Ja, aber wirklich ja, sehr eindrucksvoll. Viele Seen vom Land, viel Elend gesehen, aber auch viel diesen Willen halt irgendwie voranzukommen im Leben, was meiner Meinung nach vielen in Deutschland und Europa mittlerweile fehlt. Das ist so ein Tätigkeitsabzeichen, bekommt man glaube ich nach 3 Jahren Zugehörigkeit und aktiven Dienst in der Feldjägerei, / Militärpolizei. Ja, habe ich nie irgendwie am Dienstanzug getragen. Liegt halt hier in der Kiste. Eine Schützenschnur in Gold. Da musste man verschiedene Schießübungen absolvieren und dann hat man irgendwie so eine Schützenschnur damals in Gold bekommen. Auch spätestens mit der Beförderung zum Offizier legt man halt diese Schützenschnur halt ab, weil Offiziere tragen keine Schützenschnur. Ah, das weiß ich auch noch. China waren auch japanische Kadetten mit dabei. Und die haben mir zum Abschied ja, halt so ein riesen Transparent. Und jetzt sehe ich es auch mit Geburtstagswünschen geschrieben. Das ist nämlich datiert auf den 8.6.2011. Da bin ich genau nämlich in China damals 25 geworden. Und ja, da haben die mir halt so ein, diese Transparent geschenkt. Fand ich sehr, sehr cool. Und kommt natürlich wieder fein säuberlich verpackt in meine Kiste. Ja, hier nochmal ein Patch von der chinesischen Armee. Auch absolute Rarität, Seltenheitswert. Und den letzten Gegenstand, den ich euch zeige, ist mein Offizierring. Den konnte man sich kaufen nach bestandenem Offizierlehrgang. Da ist er, nie getragen. Kommt natürlich so wieder in die Kiste zurück. Also du siehst, nach 13 Jahren Dienstzeit in der Bundeswehr sammeln sich ganz, ganz viele Erinnerungen an die ich mich zum Teil ja gern zurückerinnere, an manche Dinge nicht so gern zurückerinnere. Nichtsdestotrotz bin ich immer der Meinung, dass man sich an die positiven Sachen hochziehen sollte, die in Erinnerung behalten sollte und die negativen Sachen so ein bisschen ausblenden sollte, sofern es geht. Ich hoffe, diese kleine Reise durch meine Erinnerungskiste war für dich interessant. Die ein oder andere Anekdote vielleicht dich auch zum Schmunzeln gebracht. Schreib gerne in die Kommentare, wenn du noch mal mehr zu einzelnen Themen, zum Auslandseinsatz, zu meinem Austausch in China, zu meiner generellen Tätigkeit in der Militärpolizei wissen möchtest. Schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Abo, um dieses Format so weiterhin für euch zur Verfügung stellen zu können. Dein Felix.